Keine Ahnung, ob das was bringen wird. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja, das ist echt ein bisschen blöd positioniert, muss ich gestehen. Warte mal. Wenn wir mal hier die Bäume wegknödeln, können wir hier eine Umgehung machen. Das wäre vielleicht sinnvoll. So, du bist platt. Das ist insofern gut, als dass wir wieder ein Werkzeug frei haben und etwas die Logistik entlasten. Aber auch will ich nur dahin gehen, sonst ist es gar nicht gut. So sieht's doch gut aus. Mach hier mal eine. Ja, aber ich will mir. Ne, komm, ich sollte jetzt keine Rücksicht auf meinen Homie nehmen, der sowieso nichts mehr machen wird in dieser Mission. So, ich werde mal die Einstellung wieder ändern. Dass wir einfach mehr Manpower zur Verfügung haben, um hier oben den Angriff durchzuführen. Was mir etwas wichtiger ist, als irgendwo im Niemandsland Einheiten rumstehen zu haben. Das nächste Eisenbergwerk, das gerade ist. Uiuiui. Und du brauchst, ach, ihr braucht, glaube ich, immer drei für einen. Deswegen habt ihr die ganze Zeit nicht produziert, ne? Hm, gut, dann warten wir einfach mal. Vielleicht kommen ja noch ein paar Edelsteine raus. Das letzte Steinchen fehlt noch, obwohl wir 173 Steine haben. Das macht Sinn. Nicht. Komm, wir machen hier oben nochmal einen Holzkreislauf. So, bitte lass hier einen Holzfäller unterwegs sein. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir hier endlich die Umgehung machen. In der Hoffnung, dass es auch was bringen wird. Und natürlich genau den falschen Baum. Den hier brauche ich eigentlich nur. Dann kann ich nämlich zu der Fahne und von der Fahne kann ich nämlich hier hoch. Weil im Moment... Machen wir eine doppelte Umgehung. Oh nein, das erste Salzbergwerk ist platt. Das ist nicht gut. Du bist leider auch platt. Du hast auch ausgedient. Und du leider auch. Schade. Danke fürs Mitspielen. Warte mal, hier hätte ich noch etwas Salz. Das sollte ich auf jeden Fall rausholen. Ich glaube, ich ändere mal eben kurz den mittleren Grenzbereich, dass wir den auch voll ausschöpfen. So.
Bitte lass es jetzt funktionieren. So, wir müssen einfach gucken, dass die Schiffe mehr Gas geben. Und dadurch staut sich das nämlich im großen Teil. Toll, die ganzen Hochstufigen sind alle hier hinten. Bringen mir nur nichts. Warte mal, kann ich das hier nicht angreifen? Ich kann das angreifen. Ja, dann mache ich das doch. Ja, tach. Von wegen, das bringt mir nichts. Wer erzählt mir denn so einen Stuss? Jetzt wird der Kandidat bei Ruckzuck ist die Fresse dick. Jetzt muss ich wieder auf den allerletzten Soldaten gefühlt warten. Ach, ich kam von hier hinten. Ja, das ist ja nett. Ich hätte vielleicht erstmal das hier angreifen sollen. Dann hätte ich direkt mehr Soldaten hier vor Ort gehabt. Hätte Fahrradkette. Hier bitte einmal Bogenschützen rein. Bin gespannt, über welche Seite ich schneller Fortschritte mache. Hier die rechte Flanke oder die linke? Oh Gott, wird das schmerzhaft für dich, Kollege. Ich würde mich entschuldigen, aber nee. Wozu? Zack. Willst du noch mal ein bisschen Gold herbeizaubern? Du willst auch ein bisschen Gold herbeizaubern. Okay, da sind noch Fische unterwegs. Du hast schon einen da, stehst aber draußen. Das heißt, du förderst nichts mehr. Du bist auch platt. Du leider auch. Und du anscheinend auch. So, dann mal alle husch husch zurück. Oh, jetzt hauen leider wirklich alle ab. Das ist schlecht. Ich versuch's mal. Das sieht nämlich so aus, als wäre die leer, weil da kein Stern dran ist. Und hier hat er nur einen Fernkämpfer, den ich gebührend empfangen werde. Zack. Meine Festung. Ja, so lobe ich mir das Ganze doch. So, wollen wir hier mal angreifen? Wir wollen hier angreifen. Bauernhof, Schweinerei. Oh, jetzt baut er richtig viel. Hat doch hier schon ein Upgrade gemacht von seiner Festung. Mhm. Du bist und bleibst ein jämmerlicher Hasenfuß, Garibald. Ich aber habe göttlichen Beistand. Wow, von des Meeres Grund. Felsenklippen aufgetürmt. Spitzer Stein ist euer Tod. Nie und nimmer werdet ihr einen Fuß auf meine Insel setzen. Und ich halte hier lange aus. Herrschaftszeiten noch eins. Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen, Garibald. Wir werden diesen Schurken wüterich niederringen, auch ohne seine Insel zu betreten. Stellt sich mir die Frage, schießen Katapulte auch auf Hauptquartiere? Ich hoffe es, denn sonst wüsste ich nicht, wie zur Hölle ich das schaffen soll. So, und hier kommen... Ach,
Jetzt greift er uns direkt an, der Lümmel. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass wir hier so wenig Fernkämpfer haben, aber er greift anscheinend nur mit einer einzigen Einheit an. Das finde ich dezent dämlich, aber gut, wenn er meint. Kriegt er halt in seine fröhliche Fresse. Na komm, das holen wir uns mal eben schnell. So, du hast deinen Dienst getan, sehr schön. Und ein bisschen Umgehung haben wir hier tatsächlich erzeugt, aber... Naja, wir kommen eigentlich ganz gut klar aktuell, das finde ich gut. Oh, jetzt kommt er doch mit ein bisschen mehr um die Ecke. Das werde ich wohl nicht bewältigt bekommen. Aber er soll sich mal schön daran aufreiben. Derweil kann ich nämlich schon hier hinten einfach mal Quatsch machen. Und mir das hier einfach genüsslich einverleiben. Und dann über die linke Flanke kommen. In Hoffnung, dass hier auch eine Landroute zwischen ist. Ich hoffe es einfach mal. Achso, ihr seid alle noch nicht da. Ja, das ist natürlich eher Galitsch. So, die Festung hätten wir eingenommen, das ist gut. Da sind sogar passenderweise Fernkämpfer drin, so gefällt mir. Ach, guck mal. Das sieht doch sehr gut aus, alles. Und wir haben unseren Landweg. So, hier möchte ich aber, denke ich, Nahkämpfer drin haben. Weil ein bisschen Nahkampf brauchen wir auch. Oh, und vor allem brauchen wir erstmal noch mehr Festung. Ja, das war abzusehen, dass er den sich jetzt schnappt. Ich hoffe hier, ja, das sind ganz viele Bogenschützen, sehr gut. Du bist platt, du bist platt. Ach, guck mal, da können wir schon angreifen, dann machen wir das doch.